Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Und heute geht hier voll die Party ab. Guck mal, die sind alle in einer Linie. Und alle recht hochrangig. Ja gut, die 13er jetzt nicht, aber hier 54, 31, 46. Na gut, hier, die beiden spielen wahrscheinlich zusammen. Ich weiß nicht, was die denn machen. Aber egal, wir sind erstmal hier und wir wollen uns kümmern um untersuche den Flughafen in Morgantown. Und dann muss ich das hier mal machen. Irgendwann. Was haben wir hier? Die Schlacht, die es niemals gab. Ein Versus-Event. Aber das ist doch keiner. Ja, der hier. Aber gut. Wir kümmern uns erstmal um die Main-Quest. PvP können wir auch später immer noch machen. Ah, sehr schön. Ganz entspannt in die Fallout-Welt einsteigen. Ich habe heute mal es ganz anders gemacht und alles aufgenommen, bis auf Fallout. So dass ich halt Fallout ganz entspannt aufnehmen kann, ohne irgendwie den Stress zu haben, dass ich irgendwie noch Reste aufnehmen muss. Und ich muss sagen, diese Koffer sehen noch ziemlich gut intakt aus. Willst du mir irgendwas sagen? Ist da hinten irgendwas? Ist Timmy in den Brunnen gefallen? Sons of Dane, automatischer Alarm. Entfernt? Sind sie vielleicht deswegen da hinten? Oder hat sich jemand anderes drum gekümmert? Was ist das? Bin in den nächsten Tagebucheintrag. Okay, das Ding ist gut versteckt. Aber gehen wir dahin. Aber da waren wir jetzt schon einmal, ich weiß, aber scheint habe ich es nicht gefunden. Ich muss Richtung Süden. Dafür. Das war seltsam. Das war voll die Falle. Erstmal irritieren, weißt du, und dann angreifen. Wirst du wohl aufhören, auf mich zu schießen? An dieser Ecke waren wir schon so oft. Ich erinnere mich immer wieder. Wer schießt da? Die Erfahrung nehme ich sehr gerne mit. Wir haben Durst. Ich weiß nicht, habe ich noch Wasser? Keine Ahnung, ich muss erstmal den Typen hier töten. Haben wir noch Wasser? Nicht mehr viel. Stimmt, wir wollten unsere Wasserpumpe eigentlich aktivieren und dafür brauchten wir noch einen Generator und dafür brauchten wir Schrauben und ja gut, jetzt ist es zu spät. Beenden wir auf jeden Fall erstmal noch die Questreihe, vielleicht reicht das noch, wer weiß. Kommt doch noch mit der Mistgabel. eine Brandaxt, das war keine Brandaxt, das war eine Mistgabel. Hab ich doch ganz genau gesehen. Speisung der Hungrigen. Lebensmittelverarbeitungsmaschinen bei Mama Dolce sind endlich so weit abgekühlt, dass sie wieder ihren Dienst tun können. Ich habe sie so eingerichtet, dass man mit den Zutatbehältern dieser Fabrik Eintopf herstellen kann. Oh, die Maschine macht einen höllen Lärm, also werdet ihr wahrscheinlich ungebetene Gäste bekommen. Dieses Event haben wir neulich gemacht, allerdings musste ich diese Szene entfernen, weil meine Tonspur irgendwie korrupt war. Deswegen werde ich das jetzt nicht normal machen. Das hat schon echt lange gedauert, vor allem alleine. Oder hängt da irgendjemand rum? Nö. Dann mache ich das auch nicht mit. 308er Munition haben wir jetzt richtig schön viele, deswegen kann ich auch die Waffe ein bisschen verwenden. Jetzt habe ich die 10 mm Munition nämlich komplett verschleudert. Und ich brauche ja nur einen Schuss für alle. Das ist gratis Erfahrung. Oh. Wieso wird die Mine nicht ausgelöst von euch? Klebeband. Daraus kann ich doch Kleber herstellen, oder? Die liegt da einfach nur. Die ist nicht mehr aktiv. 35 Kronkorken, gratis. Was haben wir hier? Zahnbürste, Zahnpasta. Brauche ich alles nicht. Hast du auch Kleber hier oder so? Schrauben. Lupe könnte ich auch gebrauchen. Lobus.
Wasser hast du hier nicht zufällig, oder? Schnapsglas. Greaser-Jacke und Jeans. Kampfrüstung. Hellbrauner Anzug. Oh, das müssen wir uns angucken. Greaser-Jacke und Jeans. Halt, muss erstmal die Waffe wegstecken. Nee. So. Ja, das hat, die hatten wir ja schon mal, glaube ich, oder? Kampfrüstung, Helm. Bergarbeiteruniform war was? Gut. Mechanikeranzug. Ja, ist auch nicht schlecht. Rangerhut. Schmutziger hellbrauner Anzug. Ah, ich brauche einen schwarzen. Ich brauche einen schwarzen Anzug. Ansonsten halten wir es bei den hier an. Aber ich mag ehrlich gesagt den Rangerhut mehr. Es ist mehr so mein Stil. So ein Rangerhut. So, aber gar nicht schlecht hier, der Loot. Gefällt mir. Ja, ich weiß, ich bin am Verdursten. Ja, die haben hier nur Hundefutter in der Dose. Und Furry. Ich sehe Wasser. Ja, abgekochtes Wasser. Aufbereitetes Wasser. Impro-Revolver. Munition, 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 Munition. Oh. Und grüner Lampenhut. Nee, den kannst du behalten. Hundefutter in der Dose. Ja gut, hungrig werden wir auf jeden Fall hier nicht rauskommen. So. Hier ist aber nicht zufällig irgendwo eine Gitarre. Ich bräuchte eher die Gitarre. So. Wieso ist hier verschlossen? So, dann gehen wir mal hier rein. Das war doch in der Voltec-Universität. Naja, ja, ja. Dass ich da... Oder der Auftrag kam wahrscheinlich erst kurz nachdem, die wir den letzten abgeschlossen haben, ne? Ich glaub schon. Hier war auch der Legendäre drin. Vielleicht finden wir noch einmal einen Legendären. Das wäre schön. Sicherung. Ah, weißt du was? Sicherung. Nehmen wir mit. Lass dir das nicht mehr abspielen. Aufseher Logbuch Camp. Das kennen wir doch schon. Aufseher Logbuch. Das ist markiert. Wo ist die 2? Persönliches Aufseher-Tagebuch. 4 Jahre lang drehte sich alles nur um Vortec. Ich hatte hervorragende Noten. Dass es im Ladescreen nicht weitergeht. Ich wusste, ich hätte Fallout 76 auf meine SSD installieren sollen. Aber ich habe immer Angst, dass wenn ich zu viel auf der SSD installiere, dass sie irgendwann abkackt. Und da ist halt mein Windows drauf, ne? Also wenn Windows weg ist, dann ist weg. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Puh. Ja gut, also, sobald wir die Möglichkeit haben, gehen wir zurück. Bauen noch einen Generator, regenerieren uns damit Wasser. Und damit haben wir erstmal einen Wasservorrat. Ich denke, das ist nicht so verkehrt. Hallo, Ladescreen? Ich hatte wohl die richtigen Leute beeindruckt, da mir der nächste verfügbare Aufseherposten angeboten wurde. Ich war gerade erst mit der Uni fertig. Sowas dauert eigentlich Jahre. Vielleicht wussten sie, dass der Krieg unvermeidlich war. Als ich erfuhr, dass Vault 76 gebaut werden würde, freute ich mich so sehr, dass ich aufsprang und durchs Wohnzimmer tanzte. Appalachia würde sicher sein, was auch geschehen sollte. Genau in dem Augenblick machte Evan mir einen Antrag. Dieser Dummkopf. Er wusste, dass ich nicht Nein sagen würde, nachdem ich die Neuigkeiten gehört hatte. Er kannte mich besser als irgendjemand sonst. Papa starb ein paar Monate, nachdem Evan und ich zusammengezogen waren.
Er hatte mich unbedingt zum Altar führen wollen. Naja, eigentlich ging es dort auch gar nicht hin. Von daher, ich glaube, es wird Zeit, nach Hause zu gehen. Das schulde ich Ellen. Dass zwei Audiospuren auf einmal laufen, das ist so... Will man nicht sagen. Kannst du mich... Lass mich doch in Ruhe! Nervige kleine Kackbratze. Was ist das da hinten? Was ist das? Ich will da nicht nach Zutaten suchen. Ich habe das schon mal gemacht. Auch wenn ihr es nicht gesehen habt. Ich glaube nicht, dass ich das rekonstruieren kann. So, gehen wir einfach mal zum Flughafen. Hallo, Fake-Leute. Habt ihr was Besonderes für mich? Ein Fernglas, okay. Daraus kann ich bestimmt eine Linse ziehen. Abgekochtes Wasser, ich bin überladen. Shit. Eichhörnchen am Stiel. Hier. Hundefutter in der Dose. Zack. Jetzt darf ich nur nichts mehr mitnehmen. Es sei denn, ich finde was richtig Gutes. Terminal des ersten Diagnosezentrums. Protokoll. Zuletzt aufgefüllt von Freiwilliger Lukas de Blasion. Anmerkung, im Safe lag dein verfaulter Apfel. Den habe ich rausgenommen. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich wütend bin, aber ich bin enttäuscht. Für Nahrungsmittel haben wir Kühler, okay? Oh Gott, ich will gar nicht wissen, was da drin ist. Unverschlossen? Jetzt bin ich überladen. Toll. Ah, okay. Ein paar Sachen. Ja, jetzt bin ich überladen. Ich hoffe, dass ich hier irgendwo was finde, wo ich meinen Schrott mich entledigen kann. Das wäre echt schön. Vielleicht hier drin? Eine kleine Werkbank? Nein? Du siehst nicht aus wie eine Werkbank. Ich meine, ich könnte ihn benutzen, als wäre er eine Werkbank, aber ich glaube nicht, dass das funktioniert. Also schon rein technisch gesehen. Weil ich seine Knochen benutzen könnte, um irgendwas auseinanderzubauen. Na, vielleicht finden wir hier drin irgendwas. Das Spiel hat noch hier und da seine Macken. Responder Datenbank. Nachrichten. Problem mit dem Kiosk. Ja, das kennen wir alle schon. Rationverteilung. Ja. Okay, das ist ja nichts Neues. So eine kleine Werkbank. Irgendwo hier. Das wäre schon toll. Du musst mich auch nicht finden. Niemand muss mich. Ich glaube, ich muss hier gar nicht rein. Aber es ist gut zu wissen, dass da so eine Bank ist. Ich weiß nicht, auf wen er geschossen hat, außer auf die Kakerlake. Ich wollte gerade sagen, wer schießt denn da? Ich bleibe hier trotzdem mal kurz drin und untersuche den Kram hier. Einfach nur, weil ich eine Werkbank brauche. Mission für Abigail. Tammy, ich weiß, es ist im Gebirge momentan gefährlich, aber wir brauchen einen Bericht von den Freien Staaten. Die Farmer machen sich große Sorgen wegen der Übertragung der stählernen Bruderschaft. Du musst jemanden finden, der es zu Abigails Bunker schafft, vorbei am RR Megastop. Frage sie folgendes, Deviants ist dieses Hauptquartier der Bruderschaft, richtig? Ist die Bruderschaft okay? Was kommt auf uns zu? Ist dort drüben alles okay? Ich weiß, die Bruderschaft hat sich in letzter Zeit keine Freunde gemacht, aber die ganze Sache ist ziemlich beunruhigend, Maria. Ja, diesen Megastop haben wir immer noch nicht gefunden. Ich weiß schon gar nicht mehr, in welche Richtung wir müssen. Ich glaube Süden oder so.
Au! Das ist fies. Ist hier wenigstens eine Werkbank oder so? Ich glaube, hier ist ein Flugzeug reingeflogen. Sorry. Immer wenn ich mich erschrecke, lande ich einen Headshot. Keine Ahnung warum. Overdrive? Keine Ahnung, was das ist. Aber Heilmittel könnte ich gut gebrauchen. Falls ich krank werde. Kochplatte. Pastorengewand. Das müssen wir uns angucken. Irgendwie Pastor sehe ich jetzt nicht aus, aber gut. Ich finde immer noch den Sanitätsanzug am besten. Lagerraumsteuerung. Persönlicher Eintrag eines Responders. Einige Stunden sind vergangen. Ich höre sie an der Tür kratzen. Hab mich in einem Lagerschrank eingesperrt, aber ich glaube nicht, dass er sich von innen öffnen lässt. Es ist okay. Alles ist okay. Akute Stressreaktion. Panik und seelisches Leid. Atmen. Atmen. Der Angriff muss jetzt etwa 24 Stunden her sein. Es sind keine Kampfgeräusche mehr zu hören. Sie sind immer noch da. Mit einer Flüssigkeitsquelle bleiben mir 8 bis 10 Wochen. Tod durch Verhungern tritt innerhalb von 10 Tagen ein. Der psychische Schock ist noch da, aber wird verdrängt. Um die PTBS kann ich mich später noch sorgen. Es müssten jetzt 3 Tage und 3 Nächte sein. Das Adrenalin ist verbraucht. Ich bin so durstig. So hungrig. Ich kriege die Tür immer noch nicht auf. Muss Stärke sammeln. Gegen die Tür zu schlagen oder zu rufen, hat sich als zwecklos erwiesen. Eine Flüssigkeitsquelle wurde nicht entdeckt. Keiner kommt. Keiner rettet mich. Meine Freunde sind alle... Kinder. Leidend werden sie in diese grausame Welt geworfen. Und leidend verlassen sie sie wieder. Mein Gott. Nicht. Nicht gehen. Nicht. Hunger. Durst. Niemand kommt. Erster Lumbricalis. Zeigefinger. Anspannen des MP-Gelenks. Schmerzen. Anspannen. MP-Gelenk. Weiter. IP-Gelenk und den Muskel anspannen. Ich glaube, die will kacken gehen. Na, also. Also jetzt geschafft. Erfolgreicher Stuhlgang. So, Rekrutierung der Feuerteufel. Ich glaube, sie wollte sich selbst erschießen. Wollte so ein bisschen runterspielen. Rekrutierung der Feuerteufel.
Leute, ich wollte euch nur daran erinnern, dass die Feuerteufel immer auf der Suche nach neuen Einsatzkräften sind. Wenn ihr das Zeug dazu habt, unsere härtesten Missionen zu bewältigen und gegen die Verbrannten zu kämpfen, werden Melody und Madigan euch gerne kennenlernen. Vergesst nicht, die Arbeit ist gefährlich, hat aber auch ihre Vorteile. Bei den Zuweisungen von Rationen und Munition steht ihr an erster Stelle. Wir verlangen von den Feuerteufel, ihr Leben aufs Spiel zu setzen, doch wir belohnen ihre Tapferkeit, wo wir können. Bringt nur nichts, wenn man tot ist. Just saying. Dieser Job ist nicht für jeden geeignet, aber wenn ihr glaubt, mit dem Einsatzverfahren und dem Training klarzukommen, solltet ihr bei uns einsteigen. Personalakten, ja gut, das müssen wir nicht unbedingt angucken. Beschwerde 15. Wir haben eine weitere Beschwerde über den Bürgermeister von Grafton erhalten. Dieses Mal wird er beschuldigt, illegal Mittel für seine Wiederwahl Kampagne beschafft zu haben. Der Assistent des Bürgermeisters hat für das Beglaubigen von Dokumenten angeblich einen Beitrag verlangt. Diese Anschuldigung wiegt auf jeden Fall schwerer als die letzten drei. Ich sollte das lieber überprüfen. Nachtrag. Ein Beamter wurde zum Büro des Bürgermeisters in Grafton geschickt. Er hat einige Unregelmäßigkeiten in den Ablauf des Assistenten des Bürgermeisters gefunden und das Problem zu beheben, wurde eine Vorladung herausgegeben. Der Beamte hat angemerkt, dass laut dem Bürgermeister keine Mittel für die Änderung verfügbar sind. Das lassen wir einen Richter entscheiden. Na gut. Nichts irgendwie, was wichtig wäre für uns. Hat jemand Larry Pickerman gesehen? An alle, bitte haltet nach Larry Pickerman Ausschau. Er wird seit einigen Tagen vermisst. Falls ihr noch keine Bekanntschaft mit ihm gemacht habt, er ist ungefähr 1,82 Meter groß, hat braunes Haar, grüne Augen und ist Mitte 50. Er kam zusammen mit der letzten Flüchtlingsgruppe an. Er ist euch vielleicht noch als der Elektriker in Erinnerung, der ungebeten an unserem Hauptcomputer gearbeitet hat. Er tat dies bestimmt in guter Absicht, doch wir waren gezwungen, ihn aus der Kommandozentrale zu entfernen. Ich hoffe jedenfalls, dass es ihm gut geht. Er hat sich meinen einzigen Schraubenzieher geborgt, den ich gerade sehr dringend brauche. Wenn ihr Larry also seht, schickt ihn zu mir. Es ging um was. Er wird vermisst. Nein, eigentlich ist es der Schraubenzieher, der vermisst wird. Umgang mit der Bruderschaft. Ich war fast von Anfang an ein Mitglied der Responder. Wie ihr alle habe ich mein Leben aufs Spiel gesetzt, um die Leben anderer zu retten. Wie oft, weiß ich schon gar nicht mehr. Unsere Mission ist wichtig, deswegen können wir uns von der stählernen Bruderschaft nur herumstoßen lassen. Natürlich werden wir jedem helfen, wenn wir es können, aber ihr alle wisst, dass unsere Ressourcen begrenzt sind und die Bruderschaft verlangt nach immer mehr Ressourcen und Vorräten, um die Verbrannten aufzuhalten. Nun, die Verbrannten sind hier nicht die einzige Bedrohung und die Responder wollen keinen Krieg heraufbeschwören. Wir sind Helfer, wir sind Lehrer, wir sind keine Soldaten. Wenn die Bruderschaft euch um eure Munition, eure Stimpacks und oder euer Wasser oder auch was auch immer bittet, denkt gut darüber nach. Irgendwer da draußen könnte diese Vorräte zum Überleben gebrauchen. Genauso wie die Bruderschaft, als wäre die Bruderschaft nicht menschlich. Wenn sie euch bitten, sich ihnen anzuschließen, weil sie eure Fähigkeiten nutzen könnten, dann denkt daran, dass wir diese Fähigkeiten mindestens genauso brauchen, vielleicht sogar noch mehr. Aber ihr wollt doch Leuten helfen. Das tut ihr doch bei der Bruderschaft. Vereinigt euch zu einem großen Ganzen. Ich glaube, das tun sie sogar, oder? Sind die Responder nicht später die Gelehrten? Irgendwie habe ich sowas im Kopf. Wenn sie euch bitten, sich ihnen anzuschließen, weil sie... Okay. Wir haben keine Powerrüstung und schwere Waffen. Alles, was wir haben, sind Training, Wissen und Mut. Aber bisher hat das gereicht und ich hoffe, wir können dafür sorgen, dass es auch so bleibt. Ich sage nicht, dass die stählerne Bruderschaft unser Feind ist. Wir sind auf derselben Seite, aber in letzter Zeit waren wir auch nicht immer Freunde. Ich bitte euch nur darum, euch auf die Mission zu konzentrieren, auf unsere Mission. Ganz gleich, worum sie euch auch bitten werden. Bekanntmachung Rachel Price. Es gibt traurige Neuigkeiten, Leute. Einige von euch haben vielleicht schon von Rachel gehört, aber falls ihr es noch nicht wisst, sie hat sich von den Respondern verabschiedet und ist der stehenden Bruderschaft beigetreten, um als Einsatzsanitäterin zu arbeiten. Sie wird uns allen fehlen und wir wünschen ihr alles Gute. Die wenigen Sanitäter, die uns noch geblieben sind, arbeiten mittlerweile rund um die Uhr. Wir werden das medizinische Ausbildungsprogramm nochmal starten und die Lücken zu füllen. Meldet euch bitte dafür, falls ihr noch Zeit habt. Ja, die haben einfach nur Angst, dass die stehende Bruderschaft denen alle Leute wegnimmt. Was? Willkommen, Lager bauen? Okay. Was für ein Lager?
Wenn Freiwillige mobile Lager für Überlebende bauen können, haben die Responder die Möglichkeit, sich auf dringende medizinische Versorgung zu konzentrieren. Responder Miguel Caldera bietet neuen Freiwilligen Material zum Befestigen von Lagern sowie zusätzliche Sicherheitstipps. In seinem Lager außerhalb des Flughafens gibt es Vorräte und die Möglichkeit zum praktischen Training. Hol dir Freiwilligentraining des 1x1 des Camping. Yay, aufbereitetes Wasser. Nice. Unverbindliche Pläne. Aufseher-Logbuch Morgenthau. Bauplan Sicherheitsplakette. Bauplan VTU-Statue. Okay. Aufseher-Logbuch Morgenthau. Früher war ich an den Wochenenden immer gerne hier. Habe Flugstunden genommen. Jetzt fühlt es sich an, als wäre ich in einem Albtraum gefangen. Diese verbrannten Dinger sind überall. Ich habe mich still verhalten. Sie haben mich nicht gesehen. Ich konnte sie ein wenig beobachten. Was auch immer diese Krankheit ist, sie scheint die Wirte vollständig zu übernehmen. Diejenigen, die mal menschlich waren, erstarren schließlich. Wie in einer Art Stase. Und wenn sie zu lange in diesem Zustand bleiben, dann verbrennen sie. Von innen nach außen. Wie ein umgekehrter Vesuv. Was das? Ich habe mich gefragt, was die mögliche Ursache dafür sein könnte. Und dann habe ich meine Antwort bekommen. Das Vieh stürzte sich aus dem Himmel herab. Es kreischte, atmete, infizierte alles. Ich weiß nicht, was ich dagegen tun kann. Aber wir müssen alle Optionen in Erwägung ziehen. Selbst die Bomben. Wir finden die Ursache für diese verbrannten Seuche und löschen sie aus, bevor sie sich jenseits von Appalachia ausbreiten kann. Ach, das... Aber immer der Reihe nach. Wir dürfen nicht zulassen, dass sich die Krankheit auf uns ausbreitet. Offenbar haben die Responder eine Art Impfung entwickelt. Ich werde ihre Arbeit fortführen. Das sollten Sie auch. Hier spricht die Aufseherin. Ende der Aufnahme. Also, ich werde mal ein bisschen spekulieren. Und zwar werden wir höchstwahrscheinlich die Bomben aktivieren, dieses Land komplett vernichten, in dem wir leben, um die Viecher hier auszuschalten, damit sie später in Fallout 3 und Fallout hast du nicht gesehen, alle nicht mehr da sind, damit die Story wieder stimmt. Mein Name ist Maria Chavez. Und ich werde bald sterben. Die Verbrannten haben unsere... Ja, mach erstmal Pause. Ja, Freunde, ich glaube, das wird's sein. Das ergibt Sinn, warum man die Bomben zünden muss als Spieler. Damit alles wieder Sinn ergibt. Weil diese Kreaturen dürfen ja eigentlich nicht da sein. Mal gucken. Ich bin gespannt. Wir sind ja erst noch Stufe 12 und dauert noch ein bisschen, bis wir durch sind. Ich weiß noch nicht, was wir Late Game machen. Eventuell wird das darauf hinauslaufen, dass wir die Story machen. Uns dann vorbereiten, quasi auf den großen Kampf gegen alle Spieler. Und dann gucken wir. Nachdem die Bomben gefallen waren, versuchten wir, den Leuten zu helfen. Vielleicht kann ich auch dir noch helfen. Das Terminal in der Nähe. Wenn es noch da ist, benutz es. Finde Informationen über das Impfprojekt. Es könnte dein Leben retten. Scheiße, sie sind hier. Keine Zeit mehr. Schau aufs Terminal. Finde Informationen über die Verbrannten. Erinnere dich an uns. Und viel Glück. Hm? Wer lebt hier noch? Achso. Ist hier jemand? Ich glaube, ich spüre eine Fliege. Oh, dann gucken wir uns hier nochmal ein bisschen um. Eigentlich muss ich die Folge beenden, ich weiß. Ich habe schon lange auf die Uhr geguckt.
So, aber wir hatten ja letzte Woche zwei Ausfälle, von daher kann man da die Zeit wieder reinholen. Was ist das? Ich wollte spielen. Sorry, ich muss spielen. So, wer stört? Die machen irgendwie keinen Schaden, ne? Oh, das Zelt ist cool. Ist quasi so eine mobile Behausung. Wie geil ist das denn? Es geht mir nicht um den Stuhl. Schatz. Oh nein, Schatz. Mein liebes kleines Baby. Wir wollten dich so sehr, aber es war einfach nicht möglich. Aber ich weiß nun, dass es so besser. Kann ich das nicht drehen? Okay. Dann halt nicht. Gut, Freunde, ich würde sagen, ich muss mich leider verabschieden. Wir sehen uns in einer neuen Folge. Und zwar direkt schon morgen. Und mal gucken, was wir dann erleben. Vielleicht irgendwas hier drin? Wow, hat sich ja voll gelohnt, hier zu springen. Na gut. Haut rein. Vielen Dank fürs Zuschauen.